Was haben wir hier? Oh! Wow! Okay. Ne, das meint ihr doch nicht ernst, oder? Herzlich willkommen zurück bei Desert Skies und wir fliegen hier über die Wüste und scheinbar haben wir wieder ein Biom entdeckt, das noch neu ist und das noch in der Entwicklung ist. Und zwar der Grand Canyon. Sieht zwar sehr stark einfach nur nach Wüste aus, aber ich glaube, ich steuere mal das kleinere an. Denn es könnte sein, dass da hinten schon wieder eine Biomgrenze ist. So, haben wir überhaupt noch genug? Ja, wir könnten noch mal ein bisschen Holz nachlegen. Unseren Motor noch mal aufdrehen. Und vor allem dieses POI oder dieser Marker, der zeigt tatsächlich mehr nach Westen. Also ich hoffe, dass hier dann dementsprechend auch was Interessantes zu finden ist. Ich muss noch was essen. Ah ja, langsam sieht man hier was. Keine Ahnung, was es ist, aber das werden wir gleich sehen. In der Zwischenzeit kann ich hier mal noch ein paar Kaktusfeigen ernten. Ja, Samen brauche ich eigentlich nicht mehr. Na? Ich wollte sie eigentlich wegschmeißen. Ah, das scheint... Könnte sein, dass es wieder eine Mine ist. Ich denke mal, ich werde hier mal landen und mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Erze abgreifen können. Motor aus. Jetzt muss ich das ein bisschen timen. Ja, ich werde nach Südwesten abgedriftet, aber ist okay. So, wieder auf dem Boden der Tatsachen. Ich gucke mal gerade, Nägel haben wir nicht mehr viel. Ich habe hier noch reichlich Gold. In der Zwischenzeit produziere ich hier am besten noch ein paar Barren. Wo habe ich denn die Eisenbarren gelagert? Da. So. 10 Eisenbarren, das ist schon mal sehr beruhigend. Vielleicht koche ich mir auch mal wieder was. Holz hatten wir noch oder ist hier Kohle drin? Ja. Ja, ich habe es geahnt, dass die Barren nur bis 10 stacken. Ach, nicht so cool. Muss ich denn schon wieder einen neuen Koffer bauen? Ich habe nicht mehr allzu viel Holz. Gibt es denn hier noch Holz? Da hinten ist ein Baum. Da ist eine Yucca-Pflanze. Aber im Augenblick können wir da noch nicht allzu viel machen. Dazu müsste ich mir eine Distille bauen. Gut, ich esse erstmal was. Und trinke was. Wie sieht es mit Hammer und Axt aus? Die sehen beide gut aus. Dann nehme ich mal lieber die Spitzhacke auf die Hand. Und dann gehen wir mal und schauen mal, was wir hier zu finden haben. Nein, langsam. Obwohl. Meine Pistole ist ja geladen, ne? Jo. Und wir haben auch... Nee, allzu viel Munition habe ich nicht mehr. Also ich müsste dringend Munition herstellen. Das heißt, ich werde
Ah, Schwefel brauchen. Das war es nämlich auch. So, erstmal das Holz. Denn das ist wichtig. Was ist das denn hier? Das wird hier leider nicht angezeigt, was das ist. Es könnte Eisen gewesen sein. Aber gewesen bin ich hier doch eigentlich noch nicht. Ich hoffe nicht. Ah. Jetzt muss ich hier aufpassen. Das sind ja die Giftpilze. Ja. Spur du mal. So. Wenn du fertig bist, dann kann ich hier dran vorbei. So. Mist. Aber wir haben hier gute Pilze. Ja, ja. Richtig nicht so auf. Oh. Okay, hier sind wir hergekommen. Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Ein bisschen vorsichtig. Und hier ist irgendwas passiert. Ja, Salpeter, da habe ich genug von. Ich brauche Schwefel, Leute. Schwefel brauchen wir. So, das habe ich zumindest schon mal geplündert. Das sind hier Fackeln. Ah ja, richtig. Das waren Fackeln, die man fallen lassen konnte. Oh. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das eine Falle oder ist das eine Falle? Das kann ich leider nicht aufschlagen. Ich mache mal schnell wieder Licht, dass wir auch was sehen. Und das Ding fällt uns Gott sei Dank nicht auf den Kopf. Also lange halten die Fackeln auf jeden Fall nicht. So, die hatten wir ja geplündert und mehr war nicht. Naja, gut. Dann gucken wir mal in die Richtung. Ja. Der hat seine besten Tage hinter sich. Aber den Pilz nehme ich natürlich gerne mit. Oh, da ist auch noch eine Tasche. Noch mehr Seile. Nett. Noch mehr Salpeter, ein bisschen Eisen und noch eine Fackel. So, ein Slot habe ich noch frei. Geh weg. Ich mag dich nicht. Und diese eine Vergiftung, die hat mich aber schon ziemlich was gekostet. Ah, Salpeter kann ich hier reichlich ernten. Aber wie gesagt, Salpeter brauche ich gar nicht. Ich brauche Schwefel. Gut. Salpeter können wir erstmal liegen lassen. Was schwebt denn hier? Oh, ein schwebender Mini-Pilz. Ja, tschüss, ne? Gut, dann gucken wir mal hier weiter. Zang, zang. Sich dran vorbeischleichen, wenn die Sporen aufhören zu sporen. Was haben wir hier? Oh, wow. Okay. Ne, das meint ihr doch nicht ernst, oder? Da will ich vorher speichern. Das ist... nicht gut. Ich kann mich hier nicht zufällig runterbauen oder so. Oh Gott, Parkour. Nee, Leute. Gut, ich laufe erstmal zurück. Oh, hier ist immer ein Wasser. Nicht schlecht. Ich
laufe erstmal zurück und leere meine Taschen. Denn wenn ich aus... Und es ist dunkel. Denn wenn ich jetzt hier noch Experimente mit dem Springen mache und ich dabei sterbe, dann kann es durchaus sein, dass ich da unten meine Sachen nämlich nicht mehr bekomme. Ist besser, wenn man gar nicht erst was auf der Tasche hat. Erstmal schnell. Ja, schnell oder langsam. Auf meinem Boot bin ich ja, auf meinem Flugboot hat es gerumpelt. Ach je. Nee, er ist nicht gekommen. Interessanterweise, meine Werkbänke, die Dinge, die ich produzieren kann, die leuchten so schön. Also ich habe hier so ein richtig schönes Armaturenbrett. Ist auch was Besonderes für die Wüste. Trotzdem schlafe ich erstmal, denn dann wird es ja ein bisschen heller. Oh, Gott sei Dank. So, dann packen wir erstmal die guten Sachen weg. Ja, den einen Amboss hätte ich sogar noch mitnehmen können, sehe ich gerade. Oh. Seile, die stecken aber ganz gut. Ach, den Eimer habe ich jetzt dann noch wieder mitgeschleppt. Hätte gar nicht sein müssen. Naja. Das Eisenerz passt hier ganz gut hin. Aber 8 Salpeter, 2 Salpeter, dann ist der Stack mit Sicherheit auch wieder voll. Also mehr Salpeter brauche ich auf alle Fälle nicht. Wie viel Holz habe ich? 12 Holz. Kann ich denn noch eine Kiste bauen? Ich brauche mehr Kisten. Wir brauchen einfach mehr Kisten. So, Item Storage. Small. Ich würde gerne Medium. 2 Rob. 4 Nägel. Okay, Seile wären nicht das Problem. Haben wir genug. Und Nägel habe ich irgendwo noch welche auf der Tasche. Also auf der Tasche habe ich 2, ja. Auf der Kiste wollte ich sagen. Sand. Dreck zum Anpflanzen. Hier ist nochmal 10 Salpeter. Oh, hier habe ich aber noch Platz drin, sehe ich gerade. Dünger. Hatte ich nicht die Pilze schon irgendwo mal eingelagert? Warte mal, wo war denn meine Kochkiste? War das die Kochkiste? Nee. Muss ja eigentlich die gewesen sein. Auf jeden Fall haben wir hier die Pilze. So. Ich überlege, ob ich... obwohl, wenn ich darunter falle, bin ich wahrscheinlich richtig tot. Denn auf diese Spikes zu fallen, das werde ich höchstwahrscheinlich nicht überleben. So, wir brauchen noch Nägel. Ein Iron Ingot habe ich. Das sollte für Nägel reichen. Tick, tick, tick. So. Und jetzt aber bitte eine große Kiste. Beziehungsweise Medium. Groß gibt es noch gar nicht. Die kommt gleich hier neben. Ist das richtig? Ja, ist egal. So. Nein. Will ich nicht mehr. Ah ja, okay. So, dann packe ich da jetzt erstmal alles rein. Ach, Gold. Auf jeden Fall erstmal Gold weg. Die Goldkugeln. Mein Revolver. Das Messer behalte ich mal auf der Tasche. Die Axt packe ich weg. Die Spitzhacke behalte ich mal auf der Tasche. Verbandmaterial.
Ich weiß es nicht. Meine Kantine. Meine Feldflasche. Ich will so wenig wie möglich auf der Tasche haben, falls ich da unten tatsächlich sterben sollte. Man darf auch nicht vergessen, so. Ja, dann essen wir lieber noch ein bisschen was. Halt. Das ist auf jeden Fall auch weg. Das Holz und die Nägel weg. So, jetzt habe ich wirklich nur noch die Spitzhacke, das Messer, die Flares und ein bisschen Wasser. Also falls ich das verliere, ärgerlich, aber es gibt Schlimmeres. Gut, dann Augen zu und dann geht die Springerei los. Fackel haben wir. Jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Ja. So, wo musste ich springen? Ich glaube, hier war es. Okay, wünscht mir Glück. Los geht's. Okay, ich muss aber auch noch wieder zurückkommen. Ich bin, was das angeht, ziemlich ungeschickt. Eisen. Okay. Oh, der scheint ein bisschen gefährlicher zu sein, der Grüne. Dem darf ich nicht zu nahe kommen. Eisen brauche ich eigentlich gar nicht. Mist. Immerhin kann ich den einen Pilz essen. Der bringt mir auch Gesundheit wieder. Ja, da suche ich gerade nach. Also er sagt hier, ich soll nach dem dem Erzzeichen, also diesem Schlitz hier suchen. Denn nur dort kann ich, jetzt ist es leider wieder sehr dunkel, kann ich den Feld spalten und mir dann das Erz hier raussuchen. Hier muss ich noch einmal hauen. Ne, da war nichts mehr. Das Problem ist nur, doch da, ach, da ist er. Okay. Klong. Und wieder Licht. Also war das insgesamt wirklich nur eine Eisenmine. Und hier sehe ich wieder nichts, ob da noch was hinter ist. Fackel. Ich glaube nicht. Doch, irgendwas schimmert da. Ja. Einen hätten wir beinahe übersehen. Ich glaube, der Rest, das war's. Puh, ziemlich gefährlich. Wertvolles Eisen. Und jetzt muss ich wieder zurückspringen. Okay. Eins.
Ich hab's geahnt. You can recover your items where you fell. Das glaube ich nicht. Ah, Mist. Ich bin mal gespannt. Oder mein... Ach, vor der Mine. Ja, das ist ja wenigstens nett. So, gib mal alles. Das klappt. Och, das ist ja nett. Ich befürchtete schon, mein Sarg, der würde über den Spikes schweben. Und nochmal muss ich da definitiv nicht hin. Das Einzige, was ich jetzt noch schnell machen könnte, die Fackel habe ich ja noch, danke, ist hier das Wasser austrinken. So. Ich glaube, sonst war hier auch nichts mehr, was ich noch gebrauchen kann. Tja, einmal gestorben, aber hätte ich das gewusst, dann hätte ich meine Taschen gar nicht großartig ausleeren müssen. Ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall Eisen reichlich. Irgendwo hatte ich noch eine Kiste, wo Platz war. Hier. Ja. Packe ich. Und Steine habe ich auch zu viel auf der Tasche. Hier wollte ich auf jeden Fall. Ja, hier habe ich erstmal meine ganzen anderen Sachen in die Tasche gesteckt. So. Das kommt wieder auf den Gürtel. Das auf die richtige Stelle. Meine Axt brauche ich natürlich noch. Oh. Mein Colt auf alle Fälle. Ja, die Drop Flares. Haben wir da mittlerweile genug von, vermute ich mal. So. Salpeter, wo kriege ich Schwefel her? Das ist jetzt echt die Frage. So, das kommt auch wieder auf die Tasche. Und in die Kiste würde ich jetzt ganz gerne alles packen, was ich zur Waffenherstellung brauche. Ach ja, mein Verbandsmaterial. Das wären Salpeter. Ja, das ist ja noch in meinem Inventar. Da haben wir also 20 Säcke von. Holz kommt in mein Inventar. Das zu futtern auch. Und den Bucket. Ach, den können wir erstmal hier drin lassen. Und Munition brauche ich ja auch wieder. So. Hier hatte ich die Seile raus. Da kommen sie auch wieder rein. Tja, kein Schwefel. Das ist nur Sand. Dirt. Das ist alles zum Anpflanzen. Noch ein bisschen was zu essen. Und ich habe Hunger. Oh, 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 oh. Ich mache mir erstmal das Döschen. Das stillt den Hunger ganz ordentlich. Hier habe ich kein Holz mehr drin. So. Hätte auch Kohle nehmen können, wäre okay. Dann erstmal guten Appetit und meine Gesundheit, die kann ich auch mal wieder verbessern. So. Hier können wir nichts mehr unterbringen. Hier haben wir noch Bandagen, das ist gut. Ah, das nimmt alles so unglaublich viel Platz weg. Und die Stacks sind ziemlich klein. Habe ich nicht woanders irgendwo noch diese Fackeln gesammelt? Hier. So. Denn ich glaube, die brauchen wir erstmal nicht. Dann kann ich ja schnell nochmal meine Spitzhacke schärfen.
Also sorgt nur dafür, dass ich etwas schneller abbauen kann. Die Eisenwerkzeuge, die kann ich Gott sei Dank nicht kaputt machen. Also auch wenn dieser Balken ganz schwarz ist, geht mein Werkzeug nicht kaputt. Also nicht wie bei den Steinwerkzeugen. Aber ich brauche einen Schlag weniger, wenn sie schön scharf sind. Insofern ja ganz logisch. So, da hinten auf jeden Fall noch das Holz mitnehmen. Ich laufe mal ein bisschen vorsichtiger. Bis jetzt habe ich es ja noch nicht geschafft, einen Seeker wirklich zu erschießen. Und ich habe schon eine ganze Menge Kugeln verballert. Ich habe jetzt nur noch 6 Goldkugeln. Gold habe ich eigentlich genug, aber ich habe kein Schießpulver. Und da hapert es wirklich noch dran. Ich brauche also irgendwo eine Salpeter, keine Salpeter, da habe ich genug von, eine Schwefelquelle. So, das Holz haben wir. Das sind nur Steine hier, vermute ich mal, ja, ja. Und es wird schon wieder dunkel über der Wüste. Naja. Oh je. Also die Minen sind nicht ganz ungefährlich. Vor allem, wenn man schlecht im Parcours ist. Aber man muss sich wirklich darauf verlassen, dass, wenn man auf die Sprungtaste drückt, dass dann auch der Sprungbefehl angenommen wird. Und wenn das eine halbe Sekunde zu spät ist oder so, dann, naja. Ist Gott sei Dank gut gegangen. Mein Sarg, der lag vor der Mine. Also da haben die Entwickler Gott sei Dank drüber nachgedacht. Ja, es wird hier wieder dunkel. Ich habe leider nicht genau das bekommen, was ich brauche, denn ich brauche dringend Schwefel. Ich hoffe, dass ich das in Zukunft noch finde. Aber ansonsten, ich habe schon wieder Hunger. Naja gut, dann esse ich schnell nochmal hier was. Bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch jederzeit. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch über ein Abo für meinen Channel. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.